herzlich willkommen zu meinem Video Dateien-Zippen. So schnell geht das Komprimieren mit dem kostenlosen 7-Zip für Windows. 7-Zip ist vergleichbar mit dem ZIP-Programm, das du bei Windows schon dabei hast. Du weißt, wenn ich eine ZIP-Datei habe, hier hat man die Extension, Dateinamenerweiterung ZIP, rechte Maustaste, alle extrahieren. Ich klicke da drauf und schon wird mein Ordner vorgeschlagen, also ein Ort vorgeschlagen, wohin dann die Dateien, die sich in dieser ZIP-Datei befinden, dann entzippt werden. Du weißt, wenn ich da hineingehe, sind hier mehrere Dateien dann drinnen, sogar Ordner. Insofern ganz praktisch, weil ich ja dann natürlich diese Dateien ganz geschickt dann per Mail oder welche andere Wege es auch immer geben mag, weitergeben kann. Zippen kann ich unter Windows, indem ich hier mehrere Dateien oder Ordner mir wähle, dann rechte Maustaste und dann gehe ich an Senden an und zip komprimiert dort und schon entsteht dann eine dementsprechende ZIP-Datei. Ich möchte jetzt eine Alternative vorstellen, das ist das kostenlose 7-Zip. Und 7-Zip hat auch, kann ebenfalls diese ZIP-Dateien erstellen, hat aber auch dann die Möglichkeit, das eigene ZIP-Format, das eigene Kompressionsformat S7Z ebenfalls zu entpacken. Und manchmal kann es notwendig sein, dass du dieses 7Z dann verwenden musst. Und deswegen ist es ganz günstig unter Windows, wenn du dir dieses Programm dann installierst. Wo bekommt man dieses Programm? Dieses Programm 7-Zip bekommt man unter dieser Adresse 7-zip.de. Das Programm ist immerhin so prominent, dass wir hier eine eigene Wikipedia-Seite haben. Es war sogar mal eine Open-Source-Software des Jahres. Das heißt, wenn du eine geschickte Programmiererin und Programmierer bist, könntest du sogar an der Weiterentwicklung von 7-Zip arbeiten. Das heißt, es ist kein Nischenprodukt, sondern es gibt es schon seit 1999 und wird laufend weiterentwickelt. Ja, runterladen kannst du 7-Zip unter dieser Adresse, das habe ich schon gesagt. Wenn wir hierher gehen, haben wir zwei verschiedene Varianten, eine 32-Bit-Variante und eine 64-Bit-Variante. In der Regel wirst du wahrscheinlich zu Hause eine 64-Bit-Variante haben. Wenn du dir nicht ganz sicher bist, zeige ich dir jetzt, wie du das feststellen kannst auf deinem Computer. Du gehst in das Startmenü und gibst Bit ein. Ich habe jetzt hier Bit eingegeben im Startmenü und dann bekomme ich hier diesen Eintrag, überprüfen Sie, ob Sie eine 32-Bit- oder 64-Bit-Version haben. Ich klicke mal mit der linken Maustaste drauf, schauen wir das dann an. Ich habe hier eine Übersicht zu meinem Computer. Und wenn ich hier unter Systemtyp nachschaue, steht bei mir 64-Bit-Betriebssystem, x64-basierter Prozessor. Ich kann also die 64-Bit-Version installieren. Ich mache das hier zu. Ich klicke dann hier auf Download und kann dann hier 7-Zip dann herunterladen. Das hier ist die Installationsdatei, bei mir momentan, bei dir wird das mittlerweile dann schon anders ausschauen. Wenn du hier eine 64-Bit-Version runterlädst, dann steht hier beim Dateinamen dann dementsprechend x64. Ja, installiert wird das Ganze als Administrator, wie alle Programme unter Windows. Und wenn du das dann installiert hast, kannst du damit arbeiten. Ich zeige dir jetzt kurz, wie das geht. Das Entzippen schaut einmal so aus, ich habe hier eine 7Z-Datei, rechte Maustaste, hier habe ich meinen Eintrag 7Z und kann dann hier zum Beispiel entpacken nach Laragon wählen. Und so wie wir das von ZIP-Programmen kennen, wird diese Datei hier entzippt und ich habe hier einen Ordner, der dementsprechend dann von mir dann angeschaut und genutzt werden kann. Mit 7Zip kann ich auch ZIP-Dateien entzippen, wenn ich hier rechte Maustaste gehe auf 7Zip und dann auf zum Beispiel meine ZIP-Datei gehe, dann wird der Inhalt dieser ZIP-Datei, die wir uns vorher noch angeschaut haben, hier dann schon entzippt. Und ich kann hier hineingehen und habe das Ganze dann entzippt. Zippen kannst du natürlich auch. Wenn ich mir hier zum Beispiel zwei Ordner nehme, mit der Steuerungstaste wähle ich mir die aus, wähle mir vielleicht diese Datei noch, mache dann rechte Maustaste, 7-Zip und dann könnte ich hier dann zum Beispiel dann entweder eine ZIP-Datei erzeugen, da könnte ich hinschreiben, hinzufügen zu 7-Zip, oder ich könnte auch dann eine 7Z-Datei machen, also das eigene Format von 7-Zip, und die könnte ich dann auch erzeugen, das zeige ich dir jetzt einmal. Und schon ist hier diese Datei entstanden, die dann diese anderen Dateien dann beinhaltet. Angezeigt werden kann der Inhalt hier von Windows selber nicht, da müsste ich dementsprechend dann das mit 7Z ja, mit dem Programm 7Zip dann wieder entzippen. Da könnte ich dann hier wieder hergehen und sagen, entpacken nach 7Zip. Ja, jetzt kennst du dich sicherlich gut aus, was das Programm 7Zip betrifft und kannst dann Dateien, die im 7Z-Format dir vorliegen, dann auch zum Beispiel natürlich dann entzippen. Danke für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns bald wieder im nächsten Video.